Das Verwaltungszentrum 4 Plus in Oberndorf bei Schwanenstadt war Bühne für einen Abend voll traditioneller und moderner Volkslieder. Der Chor Chorisma unter der Leitung von Theresa Duda bezauberte vor ausverkauftem Haus. Der Chorisma-Chor besteht rein aus weiblichen Mitgliedern. Schon seit Anbeginn gibt es schon jetzt circa seit 20 Jahren, hat sich aus dem Jugendchor Bach entwickelt. Damals halt zum Zweck einer Hochzeit, und das ist eigentlich auch unsere Haupttätigkeit, Hochzeiten und Messen gestalten. Und so ab und an, alle Jahre, machen wir auch ein Konzert. Ganz wichtig ist für uns, dass wir Künstlern aus der Region einfach eine Plattform bieten und wir die einfach mit unserem Veranstaltungs-Know-how, nenne ich es jetzt einmal, unterstützen. Und da ist natürlich der Chor Chorisma, der was aus unseren vier Gemeinden seine Mitgliederinnen hat, ideal. Zurück zum Ursprung, so lautete das Motto des Abends. Zurück zum Ursprung deswegen, weil wir versuchen, altes Liedgut wieder oder nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ergänzt wurde das Programm durch Geschichten des oberösterreichischen Mundartdichters Franz Neudorfer. Und die Zeller Schurplattler rundeten den Abend perfekt ab. Wenn ein Musiker sollte man haben, sage ich mal, fest hinhauen, dass die Scheibe passt, dass die Leute hören, weil direkt verstärkt werden wir ja nicht. Also es ist wirklich nur das, was Lederhosen hergibt und kennt. Ja, und das Wichtigste natürlich eine Freude, und das ist bei uns der Fall. Das ist eigentlich das Um und Auf, dass man sich einander über näher kommt, und wir haben es heute bei der letzten Probe, wie ich noch gemerkt habe, gesagt, und jetzt haben wir so weit, dass wir konform sind, jetzt wisst ihr, ich kann mich genau einstellen drauf, wo haben sie Schwierigkeiten, wo bin ich ein wenig langsamer, beziehungsweise sie wissen, wenn was schief geht, wir lassen nicht locker, es geht wieder weiter, und da ist ja so ein alter, ruhender Pol vielleicht gar nicht so schlecht. Zurück zum Ursprung war durchwegs ein sehr fröhlicher Volksmusikabend, und das Publikum erlebte traditionelle Kultur in Reinform.